Ja, halli, hallo, hallöle zu einer weiteren Folge. Müsste jetzt sogar die Folge Nummer 13 schon sein. 13 Folgen haben wir schon auf dem Kasten hier. Und machen jetzt auf jeden Fall weiter. Herzlichen Dank, dass ihr wieder mit dabei seid, dass ihr eingeschaltet habt, ihr zockenden Individuen. Nee, Quatsch. Und machen wir uns mal auf den Weg hier. Hier können wir auf jeden Fall eine Tür aufmachen. Haben wir noch einen Nagel gefunden. Das ist ein Verbandskasten, den können wir mitnehmen. Noch eine Kassette, hier sind noch Utensilien drin, Leiche. Gut, da haben wir, sind wir noch gut ausgerüstet. So, machen wir uns erstmal auf den Weg. Genau, hier wollte ich nämlich hin. Oh, das scheinen solche Fallen zu sein. Hier ist noch Film. Gut, kommen wir erstmal zu der Leiche hier hin. Stickstoff. Was hängt da hier dran? So. So, ich spritze Munition, sehr gut. Und jetzt wechseln wir erstmal zur Kamera, falls wir hier, ihr wisst schon. Kunden finden, die uns als Leder wollen, können wir die Klammer filmen. Von hier hinten sind wir gekommen, genau. Dort sind wir reingekommen, da waren wir auch drinnen, da haben wir hier alles erledigt und können jetzt runtergehen. Mahlzeit. Tagesspleißer, erhöhter Schaden plus Tagesspleißer sind anfällig für Antipersonenmunition. So, gut. Halt die Fresse. Komm her. Kleiner mal fotografieren den Wichser. Ah, noch ein ganz kleines Stück hat gefehlt. Jetzt kann man kommen, kommen, kommen. Ja, wir haben es geschafft. Let's Blazer B auf. Bremst ihre alte statische Entladung. Andere nicht schnell genug ab. Dann rüsten sie sich heute noch mit statischer Entladung 2 auf. Ein Gentunikum von Ryan Industries. Ja, haben wir geil. Statische Entladung 2. Da haben wir nämlich schon die Insel drinne. Und haben jetzt einen Plus dran. Und das ist doch hammergeil. Wenn du getroffen wirst, gibst du einen elektrischen Schlag ab und fügst jedem in der Nähe Schaden zu jedem. Also nicht nur einen einzelnen. Finde ich ja noch hammergeil, Alter. So, da hat unser Ding, unsere Maschine noch mitgeholfen. Sehr geil. 101 haben wir schon wieder. Sieht bis jetzt ganz gut aus, Freunde. Ich gehe mal hier unten erstmal alles durchsuchen, ob wir noch irgendwelchen Stuff finden, den wir mitnehmen können. Auf jeden Fall bräuchte man Pistolenmunition, könnte man gebrauchen. Hier ist eine Leiche vergraben, haben wir geil. Hier ist noch eine 00-Schrot. Dollars können wir immer gebrauchen. Hat die eine Macke? Auf jeden Fall. Bin ich der Meinung. Sie kommen! Sie kommen! Hier ist eine Pistole. Jetzt möchte ich auch mal wieder umgucken. Hier ist noch eine Leiche. Er hatte auch noch Haufen Stuff. Gehen wir mal hier hin. Hier ist noch eine Leiche. Sehr gut. Oh, hier ist ein Dingens. Jetzt aber. Weil jetzt kommen wir nämlich hier hin. Und hier hinten ist noch eine Lagerkiste mit Haufen Stuff drin, Leute. Hammer geil.
Wir können alles gut gebrauchen. Wie gesagt, ich habe mich in der letzten Folge auch schon gesagt, ich habe mich ein bisschen kundig gemacht. Kannst an den Maschinen, dann werde ich euch schon gleich zeigen, welche ich da meine. Die eigene Munition herstellen und auch andere Dinger. Das werden wir dann herausfinden. Und zwar an solchen Dingern hier, Freunde. Hier haben wir gleich nochmal an die Personen. Und wegen Hecken. Konstruktion benötigt weniger Komponenten, was natürlich geil ist. So. Jetzt haben wir das Ding gehackt noch und jetzt werden wir mal gucken. Wir können uns zusammen basteln. Explosivschrot. 3-mal können wir das herstellen. Da hätten wir dann 9 Kugeln oder Antipersonenpistolenkugeln. Da können wir Oldtimer herstellen. Da hätten wir dann. Oh Gott, 6, 12, 18. Wir machen auf jeden Fall Antipersonenpistolenkugeln. Hammergeil. Die Panzerbrechen heben wir uns vom Big Daddy auf. Das läuft doch jetzt gerade wieder saumäßig gut. Jetzt wollen wir aber erstmal gucken, ob wir hier noch. Okay. Verdammt. Leadhead Splicer. Da müssen wir auf jeden Fall noch ein paar Bilder machen. Scheiße, komme ich jetzt hier nicht irgendwie vorbei? Das ist natürlich Mist, ne? Weil hier liegt nämlich jetzt genau so ein scheiß Ding, Alter. Ja, das war nämlich klar. So. Gehen wir erstmal hier runter gucken. Würde sagen. Wir gehen erstmal die Gänge ab und gucken, ob wir hier noch irgendwo was einsammeln können. Denk mal, ach, von hier hinten sind wir gekommen. Okay, wie ich Bescheid, gehen wir die andere Richtung lang. Auf jeden Fall mit diesen. Genau, hier lang. Bis jetzt sieht's nicht so aus. Hä, wieso ist denn die weg? Die haben mich geschockt, Alter. Ei Gott. Ja, die haben wir erwischt. Ah, da hat die sich weggebeamt, ist wieder aufgetaucht und dann hat es die voll krass erwischt, Leute. Wir machen jetzt einfach mal hier runter. Weil, wie gesagt, ich gehe noch nach Stuff suchen. Hier haben wir doch schon wieder eine Kiste. Das lohnt sich doch, siehste. Hier ist noch eine. So, die können wir auf jeden Fall hacken. Und dann würde ich sagen, nehmen wir uns dann irgendwann schon mal zeitnah den Big Daddy vor. Wo ist denn jetzt noch so ein. Genau, das brauche ich. Dann brauche ich das hier, ein langes und das. Läuft. So, Napalm, Schrot, panzerbrechende Pistolenkugel ist ein bisschen teuer. Verbandskästen haben wir 8 von 9. Ich würde einfach. Ich würde eigentlich sagen, wir brauchen fast gar nicht mehr. Wir können jetzt noch ein bisschen umgucken. Und würden es dann von dem Zeug, was wir hier einsammeln, nochmal zur U-Invent-Station gehen. Hier ist noch ein Safe, Freunde. Hammer geil, wollen wir den jetzt mal hacken? Aber vorher speichere ich nochmal ab, ey. So. Falls wir nämlich im Hacken fehlschlagen und sowas. Hacken. Ach du Heimatland. Müssen wir ganz, ganz schnell sein, Freunde. Das war schon mal sehr gut, was wir hier gemacht haben. Ja, wir haben es geschafft. Hätte ich gar nicht gedacht. Am Anfang war es ganz schön knapp. Oh, geil.
53 Dollar, Alter. Ah, schön. Hat sich doch gelohnt, sich nochmal umzugucken. Würde ich sagen. Das haben wir schon eingenommen. Hier ist nichts mehr. Wo ist der Wichser? Jawohl, jetzt haben wir ihn aber ordentlich mit dem Fotografieren erwischt. Ey, guckt euch das an. Da gab es ordentlich, gleich noch ein Bild machen. Aber ging gar nicht mehr. Sehr geil, erwischt. Die haben einen Haufen Stuff hier fürs Bauen. Das ist sehr gut, ey. Jetzt gehen wir hier rein und gucken uns hier noch um. Aber guckt euch das mal an, ey. Wir haben hier Räume, da können wir uns ordentlich Zeug zusammensammeln. Das ist ja gerade mal wie so ein Schlaraffenland hier. Das kannst du aber vergessen, Alter. Ich glaube, der hat einen Rest, der hat. Ja, hat gereicht. So, jetzt nochmal ganz in Ruhe umgucken. Hier ist noch ein Verbandskasten, nehmen wir mit. Das nehmen wir auf jeden Fall mit. Hier ist noch eine Leiche, die nehmen wir mit. Und jetzt, you invent, können wir nochmal gucken, ob wir die hacken können. Würde ich sagen, ja, weil, wegen weniger Teile. Jetzt haben wir kleine Probleme. Ja, so. 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 Und so. Eins hoch, zu, so. Wo müssen wir überhaupt hin? Ach, da hoch. So und so. Oh, herrlich. So, jetzt gucken wir mal an die Personenpistolenkugeln. Nehmen wir immer mit. Explosiv, Schrot oder panzerbrechende MG-Munition nehmen wir immer mit. Und den Autohacker machen wir uns. Ich liebe es. An die Person Pistolenkugeln. So. Geil wie Sau. Jetzt machen wir einfach weiter. Hier ist auf jeden Fall ein Big Daddy. Speicher ab, bevor ich mit dem vornehm Speicher definitiv ab. Hier gibt es zwei Little Scissors in dem Level. Alter Verwalter, wenn wir den jetzt packen, haben wir gleich noch eine Little Sister mit am Haken. Sehr gut. Das. Boom, Alter! Na komm her. Scheiße, der hat mich erwischt. Das ist genau deswegen. Ah, verdammt. Wir probieren es gleich nochmal, aber diesmal nicht im Wasser, würde ich sagen. Machen wir gleich nochmal, Freunde. Machen wir definitiv gleich nochmal. Machen wir erstmal das leer. Haha, hier kommst du nämlich nicht rein, Alter.
voll auf den Deckel gekriegt. Ach du Scheiße. Na komm her. Das kannst du vergessen, Alter. Mit mir, ne. Ich glaube, das Ding ist tot. Ja, komm her, die Schrippen. Ach, komm halt's mal. Nein, nein, nein. Achtung, Genickbruch. Und... Ja. Geil, die schickt uns was. Geil, die schickt uns was. Hallo. So, Körpertoniker gesammelt. In der heutigen gefahrenvollen Zeit kann es nie schaden, schneller zu sein als andere. Denken Sie daran, dass Sie ja nicht unbedingt ein Spicer aufnehmen müssen. Ein kleines Aufstoßerli. Vielleicht reicht es auch schon schneller als Ihr Nachbar zu sein. Ich würde sagen, bei Medical Expert, Verbandsgästen planen etwas mehr Gesundheit, würde ich drinnen lassen wollen und das Sportboost würde ich sagen, erstmal ne, wir legen das erstmal in die Gamebar. Huch! Was? Wer zum Teufel ist das? Ich werde euch gleich sagen, wer ich bin. Wo ist denn der Kunde? Ist er nicht hier? Raptors, was für Sieger! Das ist reine Zeitverschwendung! Der ist doch hier auch schon wo. Na, ist egal. Hier unten ist er Uni. Hier ist aber eine Kamera. Die nehmen wir erstmal ein bisschen wie weg. So, jetzt gehen wir mal suchen, wo die Kleine hin ist, weil ich doch ganz gern... Rolling Hills ist gleich da drüben und auch die Anlegestelle der Tauchkugel. Ja, jetzt nee. Dann geht's direkt weiter zu Ryan. Hier ist die Kamera. Film, das will ich haben. Ja, weil hier muss irgendwo ein Teddybär sein, weil es ist wieder Zeit. Dum, 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 dum. So, und es ist nämlich wieder Zeit. Ah, hier ist. Hier ist er. Geil. So, ich hoffe, wir haben ein bisschen die Zeit überzogen, weil ich jetzt gerne noch einkaufen wollte mit euch und dann die Folge beenden wollte. Also, Safecracker ist eines der beliebtesten Produkte von Hexsmart. Da ist der Zugang zu Orten verschafft, an denen die dich nicht haben wollen, werden sie zum Meister aller Stationen. Hat das Dingens, das verringert den Schwierigkeitsgrad beim Hacken von Safes und Kombo-Schlössern. Hm. Ich würde sagen, wir legen es in die Gamebank und holen uns erstmal. Oh, Alter, 440 Adam, ich nachher gleich bekloppt, Alter. Und werden uns jetzt einmal im Gatherer's Guard. Oh, geil, guckt euch das an, jetzt müssen wir mal gucken, was wir alles haben. Wo ist denn da die Gamebank? Oh, scheiße. Zack, Foto gemacht, würde ich sagen. Das ist ein Standardverfahren, genau. Und ich behandle dich, mein Freund. So, jetzt gehen wir zur Gamebank, gucken, was wir für an Slots brauchen. Und zwar haben wir hier Dieb und Sportboost. Okay, brauchen wir erstmal ne, würde ich sagen. Ne, brauchen wir ne. Also brauchen wir auf jeden Fall kein. Hör doch mal auf. Körpertoniker brauchen wir ne. Wir brauchen Techniktoniker und Kampftoniker brauchen wir auf jeden Fall. Genau. Also wir brauchen auf jeden Fall von. Halt doch mal das Maul.
Technik-Tuniker. Technik-Tuniker brauchen wir zwei. Und Kampf-Tuniker nehmen wir auch mal eins. Kampf eins und Technik zwei. Gut. Um alles perfekt einzusetzen. Plasmid-Slot auf jeden Fall. Rufen Sie Big Daddy zu Hilfe. Er muss sie nur für eine Little Sister halten. Dann kämpft er, um sie zu schützen. Hammer geil. So, Technik haben wir gesagt. Zwei. Noch ein. Und ein Kampf, ne? Genau. Jetzt haben wir noch 100. Dann nehmen wir auf jeden Fall Gesundheit oder Eve Upgrade. Gesundheit oder Eve. Electrobolt 2 nehmen wir, ne? Was haben wir denn sonst noch? Machine Buster. Erhöht den Schaden, den du Kameraspots im Geschütz zufügst. Dann machen wir eine extra nur mit Eve Link. Wrenchlager. Verringert die Preise an Kampf. Ja, wir nehmen auf jeden Fall das Vending Expert mit. Verkaufsautomaten für Preise verringern. Dann nehmen wir ein. Wir nehmen ein Eve Upgrade noch mit. Und Plasmide verbrauchen weniger Eve. Ist ein Körpertoniker Slot. Nehmen wir eine Gamebank und 18 haben wir noch. Wenn wir jetzt noch einen Big Daddy finden mit einer Little Sister, könnten wir uns dann noch so einen Körpertoniker so können und können uns dann perfekt ausrüsten. So. Safecracker, Hacker Focus. Was waren das? Zwei Überladungsplatten weniger beim Hacken. Und Slow. Was ist das denn? Verringert die Dauer vom Kameraalarm. Das habe ich aber nicht reingemacht, Alter. Ne, wir nehmen das hier rein. Wegen Hacken. Und dann nehmen wir noch rein. Von Saves und Kombo-Schlössern würde ich sagen. Natürlich Überlastungsplattenmanager. Schwierigkeit verringern oder Überlastungsplattenmanager. Schwierigkeit verringern. Was nehmen wir, Freunde? Verringert die Schwierigkeitsgrad beim Hacken von Saves und Kombo-Schlössern. Ich würde sagen, wegen Schwierigkeitsgrad. Wir nehmen das erstmal. Und dann nehmen wir noch Kampftunika. Körperpanzerung. Start. Ja, und das müssen wir hier reinmachen. So haben wir es perfekt. So, okay. Sind wir perfekt ausgerüstet. Jetzt müssen wir uns nur noch einen Big Daddy suchen und noch eine Little Sister. Hier waren wir ja schon. Gut, da würde ich aber an der Stelle erstmal sagen, bevor wir hier weitergehen, würde ich sagen, muss ich mich auf jeden Fall wieder bedanken. Herzlichen Dank fürs Zusehen, fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen, wie wir uns ausgerüstet haben, dass wir gleich noch ein Big Daddy Blatt gemacht haben. Gut, okay, beim zweiten Versuch, aber das passiert, Leute. Und wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen und einen Kommi da. Ansonsten bleibt mir wieder einmal nicht weiter übrig, als zu sagen, ein frohes Nachtabend mit Plasmiden und Dackim und den Korn, euer Bamut123. Haut rein, tschüss!